Es ist Podcast, meine Kerl. Und damit hallo zum peinlichsten Intro oder zum ASMR-Sling Intro diese Woche. Hallo Jean, hallo Hauke. Hallo Micha. Und hallo einen wunderschönen Abend in die Runde. Hi. Ja, wie geht's euch? Oder bevor wir sagen, wie geht's euch, Grüße vom Osten in den Norden und in den Süden fange ich heute mal an. Ja, dann Grüße aus dem Norden, in den Osten und Süden und egal, wo ihr jetzt gerade alle sein mögt, ne, ob ihr es jetzt live mithört und sogar vielleicht seht oder nachher aus der Konserve genießt, ne, ihr seid alle gegrüßt. Und ein Grüzi und Hallo mit der Hand, ne? Das ist, sagt man ja so bei uns im Süden, glaube ich. Schöne Grüße und bin tatsächlich wieder mit dabei, ne? Heute Morgen war das ja tatsächlich noch gar nicht so sicher, ne? Ja. Also, wirst du schon belagert oder? Ich muss sagen, unten sehe ich schon die Mistgabeln, da muss man schon aufpassen. Aber deswegen, ich wohne ja extra deswegen etwas weiter oben gelegen, sodass mich das Fußvolk natürlich nicht erreicht, ne? Wenn ich mal ein Video gegen die Community mache. Nein, Spaß beiseite. Ja, der Jean hat nämlich heute auf seinem neuesten Linux-Kanal. YouTube-Kanal auch, ja. YouTube. Super, es ist mal wieder auch für mich die 8. Stunde, super. Ein neues Video rausgehauen und damit sind wir eigentlich schon direkt im Werbeblock. Der Jean hat jetzt nicht nur Linux-Guides, der hat jetzt auch noch Linux-Guides-Admin. Genau, als Spielwiese. Der beste Zweitkanal auf YouTube, sage ich immer. Geht es um alles, worum es bei Linux Guides sozusagen nicht geht. Also alle Mainstream-Sachen kommen auf Linux Guides, der Rest kommt auf Linux Guides Admin. Und das ist eigentlich immer ziemlich schön, da ein bisschen rumexperimentieren. Aber tatsächlich muss ich sagen, gibt es ja auch schon solche Kanäle, die dann auch ähnliche Sachen machen. Beispielsweise nicht der Weisheit letzter Schluss, würde ich mal sagen, oder? Genau, also, ja. Habe ich mal gehört. Ja, hast du mal gehört. Ja, auch ein Kanal, den man unbedingt abonnieren sollte. Ja. Gut, Micha, haben wir von dir auch noch was aus der Kategorie Werbeblock? Genau, da wo wir es eh gerade alle sehen, auf twitch.tv/saintofsinner bin ich anzutreffen. Und vielleicht, wenn ich dies ja endlich schaffe, sogar YouTube. Reden wir aber dann, wenn es soweit ist, sage ich mal. Sehr schön. Ansonsten gibt es ja bei dir jeden Dienstag und Donnerstag was auf Twitch. Genauestens. Nur nebenbei, falls es schon angesprochen wurde, im Stream geht gerade der Chat nicht, ich bin nebenbei dran. Falls ja, es so auffällt. Perfekt. Falls es schon aufgefallen ist. Ja, nee, aber währenddessen kann ich ja schon mal starten, ne? Also, genau. Debian, je nachdem, wie ihr wollt. Du hast ein Sakrileg vollbracht. Nee, ist falsch. Ja, so ungefähr, ne? Also das Quintessenz, ich habe einen proprietären NVIDIA-Treiber gehabt und einmal den neuesten Linux-Kernel über die Debian Stable installiert. Also jetzt nicht über zusätzliche Quellen, sondern einfach nur ein ganz entspanntes APT-Update und APT-Upgrade sozusagen. Und dann starte ich heute Morgen. Ich denke mir nichts Böses bei. Ich habe relativ viele Videos aufzunehmen gehabt. Mein Rechner und will so ganz gemütlich anfangen und lächelt so eine Kernel-Panic. Und da frage ich mich schon so, ja gut, so richtig toll ist das jetzt eigentlich nicht gewesen oder ist jetzt nicht so toll die Situation, wenn man vom einen auf den anderen Tag seinen Rechner anmacht und der funktioniert nicht. Witzigerweise haben wir das im Support häufiger, dann sind aber meistens die Leute selber schuld. Aber in dem Fall ist das schwierig, ne, wenn man tatsächlich eigentlich alles Offizielles mit reinpackt und es eigentlich gar nicht so viel groß verstellt hat. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das Problem habe nicht nur ich, das haben eigentlich alle Debian-Stable-Nutzer, die einen proprietären NVIDIA-Treiber haben. Und das ist dann doch schon eine Menge. Ne? Wird sich auch im Forum und so weiter ausgetauscht. Und das Problem existiert jetzt schon seit einigen Tagen. Ne? Ich weiß nicht, ob es schon eine Woche ist, aber seit ein paar Tagen ist das Problem schon da. Und es gibt auch schon für verschiedene Sachen Fixes. Bei mir haben die witzigerweise nicht funktioniert, aber das liegt eventuell an
doch daran, dass sich CUDA und noch so weiter und ganz viele weitere NVIDIA-Bibliotheken zum Entwickeln tatsächlich installiert gehabt habe. Die haben tatsächlich alles Problem und Debian Stable, die Maintainer wissen das quasi und wissen, dass von Tag zu Tag neue Leute in genau diesen Fehler rein tappen, für den sie eigentlich absolut nichts können und dann so nach dem Motto, ich habe es unter meinem YouTube-Kommentar jetzt mal gelesen, ich glaube, das trifft es auch ziemlich gut, das ist den Debian-Entwicklern wahrscheinlich auch ziemlich scheißegal, weil ist es ein proprietärer Treiber und damit ist das so, ja, nice to have, wenn nicht, meine Güte, ne, muss man jetzt auch nicht so groß aktiv werden. Und das hat mich dann doch schon so etwas, ja, ne, ich sag mal, schon etwas auf den Boden der Tatsachen gebracht bezüglich Debian. Und das ist schwierig. Hattest du beispielsweise, Hauke, du bist ja schon ganz lange unterwegs mit Debian, schon mal derartige Ausfälle, sage ich jetzt einfach mal? Also in der Art fällt mir jetzt so eigentlich nichts ein. Nee, eigentlich nicht. Wobei noch als Ergänzung dazu, dieser NVIDIA-Treiber, der kommt ja auch aus dem Debian-Repo, jedenfalls bei mir aus dem Non-Free-Teil zwar, aber das ist quasi ein Teil, der durch Debian irgendwie maintained wird. Und von daher hätte ich jetzt gedacht, dass sie das denn auch mal ausprobieren, denn die Fehlermeldung beim Kompilieren ist eigentlich relativ klar. Also dieser NVIDIA-Treiber, das ist so ein Haufen Zeugs. Einmal ist da haufenweise Binär-Blob-Krams da, wo die Debian-Leute auch keinen Quelltext für haben. Und dann gibt das so eine Quellcode, also so ein Quellcode-Teil, der sich zwischen den Kernel und den NVIDIA-Blob dazwischen klemmt. Und beim Linux-Kernel, da werden diese Funktionen, die andere Treiber, Module, sonst irgendwas benutzen dürfen, hin und wieder mal angepasst, um zu optimieren und sonst irgendwas. Und es gibt zwei Arten davon. Einmal Funktionen, die jeder benutzen darf, also auch Binärtreiber und proprietäre Software. Und dann gibt es welche, die als GPL-only markiert sind. Also das bedeutet, dass die Software, die dagegen gebaut wird, auch unter der GPL stehen muss. Und dieser Teil, der von NVIDIA kommt, der auf dem eigenen System kompiliert wird, der verwendet jetzt Funktionen, die vorher wohl nicht GPL-only waren, sondern für alle zu benutzen sind und jetzt bloß noch GPL-only sind. Und beim Kompilieren gibt das halt eine Fehlermeldung, dass da jemand drauf zugreift, der es halt lizenztechnisch nicht darf und dann fliegt das um die Ohren. Das bedeutet, dass der NVIDIA-Treiber, dieser ganze Binärblob, Bibliothekskrempel und so, die Festplatte zwar voll macht, aber dieser Kleber zwischen Kernel und dem Binärkrams nicht kompilierbar ist. Und beim nächsten Neustart gibt es dann diese Kernel-Panik, dass da was nicht funktioniert. Ja, und also es gibt ja auch Lösungen dafür. Also Gentoo war wohl relativ zügig dabei, Patches zu machen, weil die dasselbe Problem hier haben. Und was ich auch gesehen habe, es gibt von Debian einen zusätzlichen Zweig, der den Bookworm Proposed Updates heißt, wo das schon drin sein soll. Hast du das schon ausprobiert? Oder ja, ich habe das schon. Beiden? Je nachdem. Ich fange, glaube ich, mal an. Ich habe das ausprobiert. Bei mir aber ohne Erfolg. Ich habe dann gesehen, mit diesen Updates hat dann versucht, der Kernel irgendwie selber zu bauen und so weiter. Also da waren schon Sachen drin, die das versucht haben zu beheben. Bei mir ist es am Ende fehlgeschlagen immer. Ich weiß leider nicht ganz genau, woran das jetzt genau lag. Ich habe mich dann auch nicht weiter beschäftigt. Ich habe gesagt, okay, gut, probierst du es einfach mal ohne den proprietären NVIDIA-Treiber aktuell. Ich werde da, denke ich, wieder dann hinwechseln, wenn das dann wieder klappt, weil die Performance beispielsweise beim Video-Editieren ist jetzt doch schon ordentlich gesenkt, muss man sagen. Von daher, bei mir hat es nicht geklappt. Ne? Bei anderen könnte es das vielleicht, aber
ja, fand ich oder finde ich natürlich generell doch etwas schwierig, dass, also, dass auf dem Stable dann so rumgefuscht wird. Wenn es im Testing oder im Unstable-Bereich ist, ist es kein Problem. Aber die größte Kritik, die ich daran habe, ist nicht, dass es passiert ist, sondern vor allen Dingen, wie es passiert ist. Also, dass man quasi ohne große weitere Checks so ein Debian 12.5 oder sowas veröffentlicht, wo dann tatsächlich genau dann dieser Fehler drin ist. Und das geht mir für ein Debian Stable, es ist kein Fedora, es ist kein Arch Linux, für ein Debian Stable geht mir das in den Kopf nicht rein. Und meiner Ansicht nach ist das so ein bisschen doch zielverfehlt, je nachdem. Ne? Gut, sie preisen sich auch nur das universelle Betriebssystem an und nicht das stabilste Betriebssystem. Aber wir kennen alle den Ruf von Debian. Deswegen, also du kreidest eher an, dass die, obwohl sie den Fehler wissen, jetzt ihre eigenen Regeln quasi verbieten, schnell einen Fix rauszuhauen. Also sie stehen sich selber im Weg. Das ist, glaube ich, eher dein Kritikpunkt an der ganzen Geschichte, oder? Ein Kritikpunkt. Ne? Also Eine. Klar, das kommt ja noch dazu. Aber vor allen Dingen halt auch, ja, wie ungetestet teilweise solche Point-Releases rausgehen. Wir hatten genau so ein Problem, ja, oder ein ähnliches Problem, eigentlich was viel, viel schlimmer ist, bei der 12.3, meine ich, wo dieser EXT4-Bug in dem Kernel mit drin war. Ich meine, es ist die 12.3. Und ja, das ist ja wirklich auch, wo sie dann Hals über Kopf ein, zwei Tage später gesagt haben, Hilfe, 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 packen wir in die, also machen wir eine neue Point Release direkt raus. Und das ist auch wieder so, zeigt eigentlich die Arbeitsweise, dass da irgendwas im Argen ist. Und das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt. Natürlich, dass sie sich jetzt selbst im Weg stehen, da kann man sich drüber ärgern und eigentlich nur lachen, aber blöd ist es natürlich trotzdem. Aber vor allen Dingen so diese, dass das Stable gerade jedenfalls nicht das ist, was es sein sollte oder was viele darunter verstehen, vielleicht besser gesagt. Was sagst du dazu, Micha? Ich muss sagen, der Bug mit Debian 12.3 mit dem Ext hat mich damals nicht gejuckt, weil ich ButterFS-User bin. Dementsprechend muss ich auch sagen, dass Nvidia auch an mir vorbeigegangen ist. Aber ich habe hier ein sehr, sehr fast aktuelles Testsystem mit einer Nvidia-Grafikkarte, sprich dieser Rechner. Ich bin nun jetzt nicht auf dem Debian unterwegs. Ich muss es mal am Wochenende testen, wenn ich die Zeit finde, ob ich auch in diesem Bug laufe, weil ich nutze nicht die proprietären Nvidia-Treiber von dem Debian-Repo, sondern direkt von dem Debian-Repo nutze ich nicht, sondern die von dem Nvidia-Repo. Es gibt ja diesen Nvidia CUDA Developer-Server und da sind auch alle Treiber schon vorkompiliert, auch die neuesten. So kann man über diesen Server kann man sich quasi die neuesten Nvidia-Treiber auf den Debian-Stable holen. Muss ich mal gucken, ob das da genauso ist. Ob ich dann auch alles kaputt mache oder nicht. Viel Spaß auf jeden Fall, ja. Ja, wird interessant, ich weiß es wirklich nicht. Also, und auf dem Server habe ich keine Nvidia-Grafikkarte. Die Nvidia-Treiber, die bei Debian mit dabei sind, das sind die 525er, oder? Genau, und aktuell sind wir bei 545 irgendwas. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass Nvidia das doch schon gemerkt hat, also diese Anpassung, die sie mal neue Kernel machen müssen, damit das dagegen kompiliert und auch wirklich bloß die Symbole verwendet, die sie auch verwenden dürfen, haben sie schon gemacht. Aber der Debian bei dem 525er vielleicht ja bis zum Ende von Debian 12 verharren wird, müssen die da irgendwie selbst einen Weg finden, damit das kompiliert. Und Patches gibt es ja dafür. Also bei Gentoo im Forum irgendwo habe ich sowas gefunden. Also das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Genau. Aber eigentlich müsste Debian jetzt ja einen Weg finden, der dem Debian-Weg auch entspricht. Also sie haben es mitgeliefert, also es ist in deren Repo drin. Und ansonsten machen sie ja auch Backports. Also dass sie denn aus einer neueren Version einer Software Bugfixes oder sonst was zurückportieren auf eine ältere Version, so dass sich die Versionsnummer innerhalb von so einem stabilen Debian-Release auch nicht ändert. Also, also soll nicht vorkommen, ist irgendwie blöd. Gibt es irgendwie ein offizielles Statement dazu, wie die damit jetzt umgehen wollen?
Ich kann ja gleich nochmal reinschauen. Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Ich glaube, da ist das Debian-Team sowieso ziemlich kommunikativ ja, schwach aufgestellt. Ich habe sowieso das Gefühl, man muss natürlich auch sagen, was mir, als ich das Video hochgeladen habe, dann mir auch gedacht habe, hey, es ist eine Community, es ist eine Gemeinschaft, es ist keine große Firma dahinter. Es ist zwar jemand Projektentwickler, also Chef sozusagen. Ich weiß gar nicht, wer das gerade ist. Ich glaube, so viel Auswahl gab es da auch nicht letztes Mal, als es gewählt wurde. Ich glaube, es war eine Person und sie wurde, glaube ich, bestätigt. Aber jedenfalls muss man sagen, es ist natürlich alles freiwillig. Und das sollte man natürlich auch dabei beachten. Was aber das ganze Problem natürlich nicht besser macht, aber ist natürlich ein Punkt, den man wo man schon sagen muss, okay, es ist eigentlich, Debian kommt ohne Garantie, so schreiben sie es auch. Und dann ist es halt auch mal so. Ne? Und ich glaube, es ist auch manchmal so eine Sache, was wir draus machen. Und die blöde Sache ist, viele von uns haben wahrscheinlich nicht die Manpower, das dann so abzusichern, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein Punkt dazu, wo man dann da auch nochmal zu clasht, sage ich mal. Eine schwierige Sache, wobei andere Projekte regen es halt eigentlich auch hin. Und das ist so, ja, macht mir, beziehungsweise auch, Hauke, du hast ja auch gemeint, sowas gab es in der Vergangenheit noch nicht und ich kann mich auch nicht erinnern. Ich bin zwar auch nie so richtig groß in diesem Debian-Game bis jetzt drin und auch, also gewesen und vor allen Dingen jetzt auch nicht, sage ich mal, nur weil ich jetzt ein Debian-Distro nutze, heißt ja noch nicht so, dass ich hier absolut mit drin bin. Aber also dass sowas beispielsweise wie bei der 12.3 oder jetzt bei der 12.5 so in der Art schon mal so groß gab, kann ich mich jedenfalls nicht erinnern, das auch irgendwo mal gelesen zu haben. Und das ist natürlich, ja, schwierig. Natürlich mit der Sudo-Lücke vor ein, zwei Jahren war Debian auch mit betroffen, aber meine Güte, das hat alle getroffen. Und es war jetzt nicht direkt Debians Schuld, beziehungsweise die Schuld von den Projekt, je nachdem, Entscheidern, sage ich mal in gewisser Weise. Und das macht mich schon so ein bisschen stutzig. Eventuell fehlt auch Manpower bei einem Team, ne, muss man sagen. Und genau, vielleicht hat das doch nochmal ganz andere Gründe, wie wir jetzt, als die wir jetzt hier natürlich sehen. Warum eventuell die Qualität von Debian Stable vielleicht nicht immer so ist, wie wir sie uns wünschen würden. Und das sind schon zwei grobe Schnitzer, in der 12er-Version innerhalb eines Jahres, eineinhalb Jahren vielleicht, innerhalb eines Jahres, ne? Ja, was schon hart ist. Hm. Ja, ja, hier muss man gucken, wie sich die Situation entwickelt. Ich habe noch mal überlegt, also ich habe sehr lange ein Notebook verwendet, was irgendwie so eine NVIDIA 8600 Mobile-Grafikkarte drin hatte. Und über 10 Jahre habe ich den proprietären Treiber verwendet, also der auch aus Debian non-free kam. Und da hatte ich nie Probleme. Also das Ding hat immer kompiliert gemacht, getan. Ich habe nie was davon gemerkt. Und das hat sehr lange einfach so funktioniert. Und also von daher sieht Debian proprietäre Treiber zwar nicht gern, aber in der Vergangenheit haben sie immer einen guten Job gehabt, dass das Zeug denn trotzdem lief, wenn es bei denen in den Repos drin liegt. Also, keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt bloß ein einmaliger Ausrutscher. Ich kann mir eher nicht vorstellen, dass es jetzt so eine eher politische Entscheidung ist, dass man auf anderem Weg jetzt versucht, die Nutzer zu verkraulen oder so. Das halte ich alles für Quatsch. Nein, absolut, also, klar. Aber ja, also eigentlich gibt es ja eine Lösung für das Problem. Ich weiß nicht, warum die das jetzt nicht relativ zügig umsetzen und den raushauen. Also, keine Ahnung, wird Gründe geben, aber ich kenne sie nicht. Das sind die Zahnräder bei Debian, ne? Also, irren ist ja menschlich, aber es ist halt eigentlich nur, ja, peinlich für so ein Debian-Projekt, wo wir eigentlich alle wussten, Debian ist verdammt nochmal stabil, sowas kommt nicht vor. Das ist jetzt das erste Mal vorgekommen, das ist menschlich, aber bei sowas wie einem, ich muss es so sagen, bei einem verdammten NVIDIA-proprietären Treiber, den jeder eigentlich verwendet, der eine NVIDIA-Grafikkarte hat, weil, sind wir ehrlich, die Leistung des Nouveau-Treibers ist, naja, mehr als Büroarbeit kannst du damit nicht machen. Also, man ist ja darauf angewiesen, dass das tun nicht nur drei Mann auf der Welt benutzen. Das ist halt irgendwie, ja,
Finde ich ja fraglich und peinlich. Kann ich nicht anders sagen. Peinlich ist nochmal, ich finde nochmal gefühlt fast zu hart gegriffen, weil, meine Güte, ne, passiert. Aber die Sache ist halt, ist jetzt zweimal in kurzer Zeit. Ne? Also ich würde nicht sagen, es ist das erste Mal passiert, sondern das zweite Mal innerhalb eines Jahres eigentlich so ein Schnitzer passiert. Der 12.3er-Update hätte ja nochmal viel, viel mehr nach hinten losgehen können. Und ich habe das Gefühl, eventuell ist da einfach eine Lücke bei diesen Zwischenreleases oder vielleicht auch generell in diesem Testing-Bereich oder QA-Bereich, sage ich mal, wo Sachen durchrutschen. Und das ist natürlich schwierig. Und ich glaube, viel wichtiger ist, neben dem Beheben des Problems auch irgendwie zu schauen, okay, wie können wir die Prozesse verändern, das dann mitzumachen. Und natürlich, wenn das jetzt Canonical passieren würde oder Linux Mint, die wären ja weg von der Bildfläche. Also nicht ganz, ne? Aber die würden einen erheblichen Reputationsschaden erleiden. Die würden auch ganz anders handeln, ja. Und ich glaube, da merkt man vielleicht in gewisser Weise. Sagen wir mal jein. Also, wo du sagtest mit X4, also das hat Ubuntu Canonical auch sehr lange gehabt, dass da also da gab es einen X4-Bug im Treiber drin, der sehr selten ist. Aber in einem Projekt hatten wir dass der genau dort auftrat und wir konnten uns das irgendwie nicht erklären, warum Daten auf einmal irgendwie verfälscht waren. Bis wir dann, das kann ja nicht angehen, also alles ausgeschlossen, okay. Hardware und was weiß ich, Firmware-Updates und kann ja nicht angehen. Aber doch, in dem standardmäßig ausgerollten Kernel war ein Bug im X4-Treiber drin. Und wenn du jetzt nicht den Standard-Treiber, den Standard-Kernel installiert hast, sondern einen, der im Ubuntu-Repo auch drin war, da war das gefixt, aber nicht im Standard. Also solche Sachen macht Canonical auch. Und insgesamt, wenn ich mir so die Softwarehersteller, auch gerade die hochpreisigen, angucke, also da schämt sich keiner deswegen, wenn sowas mal vorkommt. Also es gibt so viel, was dort schiefläuft und das ist einfach täglich so, das ist so. Nimmt man irgendwie so in Kauf oder das gehört zum Produkt heutzutage mit dazu. Also, ja. Ich glaube, ich spreche für uns alle drei, dass das nicht befriedigend ist. Nee, genau. Also es ist jetzt, ne? Man möchte behaupten, auch nicht besser, was soll nicht bei Debian passiert. Ja. Man möchte behaupten, dass da eine erhebliche Diskrepanz entstanden ist in Debians bis dato sehr, sehr guten Qualitätskontrolle. Jedenfalls, ja, meiner Ansicht nach echt schwierig. Also, ich will hier Canonical nicht ins Positive heben, aber ich hätte mir vorstellen können, dass Canonical, wenn dann, das jetzt auf jeden Fall schon gefixt hätte. Und denkst du nicht? Also jetzt ist natürlich auch schon längst eine neue Ubuntu-Version rausgekommen. Aber in der Version, die wir damals hatten, war das 18.04. Okay. Okay. Das ist ewig drin gewesen, ne? Und da es so wenig Leute betroffen hat, war es auch irgendwie überhaupt nicht wichtig, das zu beheben. Also Bugfix war drin, aber man hat die nicht ausgerollt. Das ist sogar eine LTS-Version gewesen. Genau. Das war hatte ich auch mal bei Canonical, hatte ich auch mal Canonical bei irgendeinem Bug, wo gesagt hat, ja, ist gefixt, kommt dann in der nächsten, in der 24.04 oder sowas rein. Ich so, hey, freut mich, danke. Dann ist ja alles gut. Dann ist alles gut. Ich glaube, die Sache ist, wie viel, also ich kann es schon nachvollziehen und natürlich musst du als Maintainer, Entwickler und so weiter, du hast irgendwann so ein riesiges Schiff, so einen riesigen Karren, wo der gefühlt an jedem Punkt auseinanderfallen könnte sozusagen. Ne? Und dann musst du natürlich schauen, okay, gut, wie habe ich die Ressourcen und was ist gerade das Wichtigste und so weiter. Und dann kann ich das schon nachvollziehen, wenn es jetzt einzelne Bugfixes, die wenig Leute betreffen, eventuell etwas später reinschaffen. Aber das wird halt
dringlicher, je mehr Menschen das Ganze nutzen, potenziell, also je mehr Menschen es potenziell betrifft. Und ich glaube, da wird noch gar nicht so groß unterschieden, jedenfalls nicht bei Debian. Und ich bin sehr gespannt, wie das in der Hinsicht weitergeht, ob es eventuell mal Denkanstöße in der Hinsicht gibt, im Debian-Team auch selber. Ich glaube, ich werde auch mal bei den Chemnitzer Linux-Tagen mit denen sprechen, da freue ich mich schon drauf. Die sind am 16. und 17. März. Ne? Micha, du bist auch dabei. Ich sag mal so, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Also Patrick hat mich schon drauf angesprochen. Grüße an Patrick, der wird das garantiert hören. Wie wir es dieses Jahr machen. Sehr cool. Ja. Das ist, schauen wir mal. Aber jedenfalls, da werde ich, glaube ich, auch schon mal sprechen. Weil, ja, Debian ist ja kein schlechtes System. Ja, absolut nicht. Aber ja, es verspielt sich doch so in gewisser Weise Vertrauen. Und das ist deswegen, sehr, sehr schade. Und viel deswegen, Potenzial. Deswegen tut es mir im Nacken ganz doll stechen. Sowas. Das ist es ja. Das ist so, so schade. Und ich weiß nicht, warum. Und ach, Mensch. Wenn es so eine Library wäre, die vielleicht nur ein ganz spezieller Developer benutzen würde, ja, mein Gott, okay, ist verständlich, aber doch nicht ein NVIDIA-Treiber. Mann, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Das ist einfach nur schade. Gibt es einen Release-Manager eigentlich, der sich um die Releases kümmert? Bei Debian beispielsweise? Ich meine, das heißt sogar Release-Manager, ne? Also, haben wir zufällig einen unter den vielen Plattformen, vielleicht sogar einen Debian-Involvierten da, der sich vielleicht dazu äußern könnte. Mal kurz angesprochen. Das Backports, das Community-Team, Debian-Account-Managers und so weiter. Das Debian-Woman-Project, okay, das ist auch sehr wichtig auf jeden Fall. Also cool, ne, dass es das gibt, aber jetzt nicht das, was ich suche. Debian Text Team, Depackage. Gibt es verschiedene. Die haben auch, wie viel Teams haben die? Die haben ganz schön viel. Aber die kann man hier dann alle anrufen. Das Alex nicht anrufen, ne? Man hat leider keine Hotline. Ruf nicht da 24. Jetzt, an. Jetzt anrufen. Keine Hotline, ne? Wo man dann, musste ich gestern wieder benutzen. Menü lässt eine Hotline. Sich nicht was für eine schöne Hotline? Ein ziemlich renommierter Webhoster in Deutschland. Ich sag mal keinen Namen, aber die haben sich gedacht. Warte mal. Hat euch das auch betroffen? Gestern? Ja. Gestern war es, ne? Gestern. Meine Dinger waren eine Stunde alles schwierig gewesen. Alles die haben irgendwie drei Viertel ihrer Rechenzentren versehentlich vom Netz geklemmt. Also das war dann der letzte Bring dein Valentin mit zur Arbeit Tag bei denen. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ich habe nur bei der Hotline angerufen. Ich habe gesagt, der und der von der Firma, machen wir es kurz. Ihr wisst hoffentlich Bescheid und ihr arbeitet dran. Kam nur so, ja klar. Ja, aber es ist massig was schiefgelaufen. Also auch alle meine Server waren kurzzeitig nicht erreichbar. Oder bis eineinhalb Stunden hat es gebraucht. Also der Kollege nicht da dran hat, der war ganz cool. Ich wusste ja, dass die tierisch genervt sind. Aber ich muss ja für den Arbeitsprozess bei uns das Ganze zumindest, ich muss meiner Möglichkeit nachgehen und das wenigstens dort melden und mir Bestätigung holen, dass die dran arbeiten. Absolut. Release-Team, das Debian-Release-Team. Ich hab's gefunden. Guck mal, wie professionell wir sind. Während du gesucht hast, haben wir mit einem anderen Thema diese Wartezeit quasi obsolet, weggezaubert. Sowas von. Ja. Und wisst ihr, wann das letzte gepostet wurde? Am 16.12.2023 bei den Recent Release Updates. Naja, also da kann ich mich ja noch ein bisschen einlesen. Das würde mich schon interessieren. Aber ich habe das Gefühl, da kann man eventuell noch mal ein bisschen was einfach an Prozessen verbessern. Es geht mir nicht wirklich um diesen einen Fehler, sondern um den Prozess dahinter, dass wir das verbessern. Weil wir sitzen ja alle in einem Boot. Ja, Fun Fact, ich habe mich vor ein paar Wochen mal reingelesen, wie ich bei Debian mit übersetzen kann. Weil ich bin nicht weitergekommen, aber ich habe es immer noch auf der To-Do-Liste, dass ich Mitübersetzer bin. Mich nervt bis heute bei der Debian-Installation Cinnamon Desktop Environment. Nee, Desktop-Umgebung, wie ist es? Also, es ist so doof geschrieben. Also,
überall steht die Kurzbegrifflichkeit drin und da ist es irgendwie ganz lang ausgeschrieben. Ja, genau, da. Stimmt. Ja, absolut bei dem Installer, ne? Hier das und so weiter. Das piept mich so an, wenn ich das sehe. Da wollte ich einfach mit übersetzen. Da habe ich mich mal reingelesen oder angelesen, wie es geht. Und dann war die Zeit knapp. Dann ist das erstmal auf die To-Do-Liste gewandert und seitdem erstmal nicht weiter. Aber es ist noch auf der To-Do-Liste, dass ich dann doch wirklich mal mich den Leuten anschließe und zumindest mit übersetze, weil das ist im Rahmen meiner Möglichkeiten. Dann musstest du beim Hoster anrufen, oder? So war das. Nee, das war ja schon weiter vor. Ja, okay. Nee, und wie funktioniert das ganz grob? Wahrscheinlich in der Mailingliste und in Git oder SVN? Git. Du machst Git-Requests dadurch, ja. Ja, genau. Also so ein Pull-Request und dann geht das schon. Cool, genau. Sehr cool. Ja, ich muss sagen, da bin ich gespannt, wie sich die Stabilität von Debian weiterentwickelt. Und ich finde so, also ich bin schon ein grober Schnitzer und sowas hat ja nicht mal PopOS geschafft. PopOS hat sich ja auch vor ein paar Jahren auch echt einen Schnitzer geleistet, wo Linus Tech Tips ja dann das direkt mitbekommen hat. Ja, mitbekommen hat das nicht, der ist in die Falle gerannt. Na, besser so gesagt. Aber es hat natürlich nochmal eine große Publizitätswirkung gehabt. Ja, klar. Und ich glaube, jeder bei Linux hätte das kacke finden müssen, weil es ja am Ende negative Werbung für Linux und das wollen wir ja eigentlich nicht so. Ne? Ich weiß gar nicht, hat das System 76 eigentlich mitbekommen oder hat die das negativ beeinflusst? Weil Linus Tech Tips Kanal ist ja ein Millionenkanal. Gerade auch auf englischer und internationaler Ebene. Das ist ja quasi deren Zielgruppe. Hast du das zufällig mitbekommen, ob es da richtig negative Auswirkungen Richtung PopOS und System 76 gab, rein zufällig, weil es mir gerade einfällt? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Nicht groß. Dass das dann doch schon ein Riesenthema war in der PopOS-Community, na klar. Und ich denke, sie werden seitdem auch Prozesse verbessert haben. Und seitdem ist ja sowas, glaube ich, nicht mehr vorgekommen in so einem Stil. Nee. Aber wer weiß, ne? Das wäre auch Quatsch. Also das wäre beim Steam installieren, komplette Desktop-Environment zu entfernen. Aber man muss auch sagen, man muss den Leuten da verteidigen, es stand da. Es wird deinstalliert. Er wusste halt nur nicht, was das bedeutet. Das ist relativ vielen. Also das ist ja der klassische Anfängerfehler. Da steht irgendetwas. Ich drück mal yes. Ja, genau. Genau. Weißt du wirklich, was du tust? Yes. Aber. Ja. Reboot und dann, wo ist denn die Maus hin? Wo ist ich finde meine Maus nicht mehr. Es wäre witzig, wenn du bei so einem Support anrufst, ne? Dann irgendwie so ein Bluescreen oder Kernel Panic. Ich sehe meine Maus nicht. Haben Sie die Maus angesteckt? Ja, die steckt drin. Läuft Ihr Rechner? Wo? Ja, der läuft. Der ist gerade aus der Tür gegangen. Ich sehe ihn. Jetzt geht er über den Parkplatz. Ganz schnell. Ja. Hilfe, mein Bildschirm wirft Blasen. Ja. Wer den Bildschirmschoner noch kennt. Debian Desktop-Umgebung mit Cinnamon. Da hat es Mr. bei dir im Chat, Hauke, geschrieben. Stimmt. Debian. Sehr schön, danke. Das ist eine DDUMC. Könnte man auch so abkürzen. Da. Oder einfach nur Cinnamon. Das würde auch gehen. Ja. Aber nicht so wirr. Das ist. Tut weh. Ah, dass das überhaupt noch drauf passt, ne? Also das ist ja auch relativ sperrig. Ja. Ich glaube, das ist fast absichtlich. Die haben das genau ausgelotet. Nee, keine Ahnung. War vermutlich einfach nur Glück. Wobei man sagt, noch zwei Is unterbringen. Dann haben wir es aber auch wirklich komplett ausgenutzt. Ja. Nee, gut, es ist ja auch in der KVM-Standardkonsole. Die ist ja 800x600, glaube ich. Selbst bei kleinen Auflösungen geht es noch rein. Das haben die gut austariert, sagen wir es mal so. Ja, nicht so wie andere, wo der Installationsdialog schon nicht ganz drauf passt.
wo das Ding so klein ist, dass man es nicht lesen kann. Hatte ich auch mal. Ja, jetzt sind wir aber irgendwie ganz falsch abgebogen. Wo waren wir in Debian? Ja. Beziehungsweise waren wir da nicht fertig? Ich glaube, so eigentlich langsam sind wir waren fertig. Wir noch, ne? Einen Kommentar, den ich jetzt nebenbei noch gesehen habe bei Linux Guides Admin unter dem Video. Da stand bei, dass Linux Mint Debian Edition 6 ja auch davon befallen ist. Genau, bedingt befallen, ja. Absolut. Ja. Also es betrifft absolut nicht bloß Debian als solches, sondern auch welche, die relativ dicht da dran sind und darauf aufbauen. Müsste es MX Linux nicht auch betreffen? MX Linux? Müsste ja auch direkt an Bookworm hängen, oder? Ja, aber die sind nicht auf den Release-Zyklus von Debian direkt angewiesen. Die tun ja auch diese AHS Advanced Hardware Stack Version rausbringen, wo die einfach neuere Treiber und Kernel an ihre Version quasi bringen. Vielleicht ist das bei denen ja schon behoben. Ja, naja. Vermute ich. Oder zumindest haben sie sehr gute Chancen, den schneller zu beheben. Ich glaube, jeder hat schnellere Chancen, das zu beheben als Debian selber, habe ich das Gefühl. Ne? Hm. Naja, ich bin gespannt, ob sich da was tut. Um ehrlich zu sein, so richtig die Hoffnung habe ich nicht. Nochmal bei dir auf der Linux Guides Live-Seite, der ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen. Hat seit 2 Jahren Lenovo Legion LT. Lenovo Legion war die Gaming-Notebook-Reihe von Lenovo. Hat er gemeint, das ist grundsätzlich ein bisschen bescheidener an Natur, die Treiberunterstützung. Er hat auch einen Nvidia-Treiber und nimmt jetzt ButterFS mit Timeshift-Snapshots. Falls da mal was schief geht, weil er da schon 2 Mal Negativerfahrungen zusammen mit dem Treiber hatte. Oh, kann ich nur empfehlen. Kann man machen. Ich muss sagen, ich habe bei meinem aktuellen Debian nichts in der Art. Also kein Timeshift und kein ButterFS. Echt? Ich lebe ein bisschen gefährlich, oder? Kann das sein? Eigentlich jedenfalls nicht. Vor allem jetzt, ich habe ja Debian Stable, stimmt. Was soll da schon passieren? Du hattest eigentlich bis dato ziemlich viel Vertrauen, sagen wir es mal so. Hatte ich auch. Mhm. Ja. Mir fällt sogar auf. Mir fällt gerade ein, ich habe sogar in meinem jugendlichen Leichtsinn das Testsystem, was ich hier installiert habe, aus Zeitgründen mit X4 installiert. Es wird richtig interessant am Wochenende. Lass mal ausprobieren. Viel Spaß. Das heißt, du warst doch von dem X4-Bug betroffen, theoretisch. Ja, das aber nicht auf dem Server. Also da, wo es mir wirklich hätte wehtun können. Ja. Das aber ist ja quasi nur Test. Ja, ich habe witzigerweise auch einige private Nachrichten erhalten auf das Video. Also es hat schon ein paar Wellen geschlagen. Ich muss sagen, so in YouTube-Zahlen nichts. Also es ist nur Platz 1 von 10 auf meinem Admin-Kanal. Super cool. Aber ich bin natürlich auch so ein bisschen die Aufrufzahlen von meinem anderen Kanal gewohnt. Vielleicht muss, ne? Aber jedenfalls, ich habe auch ordentlich Feedback über private Nachrichten witzigerweise erhalten. Und ich habe bis jetzt noch nicht viel Gegensprüche gehört diesbezüglich. Also ist wohl, vielleicht spreche ich da dem einen oder anderen so ein bisschen aus der Seele. Eventuell passiert was. Mal schauen. Aber ich glaube, die Sache ist, dann kommt natürlich die Frage, auch die wohlberechtigte Frage, ja, warum packst du das nicht selber an, beziehungsweise warum beschäftigst du nicht selber dich noch mehr damit? Die Sache ist, ja, ich habe leider auch ein bisschen was zu tun. Aber ich schaue tatsächlich, dass ich versuche, mich mal einzulesen und das zu verstehen. Und vielleicht zu schauen auch, wie könnte man sowas besser machen? Oder jedenfalls diesen Prozess aushärten, sagen wir es mal so. Weil generell, ich sage es wieder, Debian ist ja ein cooles Projekt an sich. Und nur weil da jetzt mal ein bisschen was schiefgegangen ist, muss man es ja nicht haten oder auch nicht davon direkt umsteigen von. Wobei langfristig natürlich macht es schon... Ja, ne, macht es schon was aus, sage ich mal, in seinem Beruf. Und von daher, ja. Interessant. Aber ich habe jetzt nichts Offizielles auch von Debian gefunden bezüglich dieses Bugs. Habe ich jetzt noch mal geschaut. Wenn jemand von euch was hat, gern mal reinschicken. Aber ich habe jetzt nichts gefunden. Also das wird in den Debian-Foren behandelt. Aber das war's. Gut, okay. Ich glaube, damit haben wir das Thema jetzt auch so umfassend umrissen, dass wir...
Ja, jetzt auch mal zu was nächsten, einem nächsten Thema weiterhüpfen können, oder? Ich denke. Welches von den beiden wollen wir denn noch nehmen? Die Frage. Machen wir den evolutionären Sprung am besten von Debian zu Ubuntu, würde ich vorschlagen. Der ist absolut evolutionär. Ja. Und auch in der Evolution bei den Ubuntu-Distributionen selber, könnte man ja sagen, oder Editionen, ne? Wenn man so möchte. Ubuntu Core Desktop, habe ich gehört. Ganz genau. Ehrlich, hat von euch jemand schon mal das Ding ausprobiert oder sich irgendwie mal näher mit beschäftigt? Bis jetzt selber? Noch nicht. Ich habe ja immer so ein Glück, wenn ich so eine Distribution ausprobiere. Ich mache die immer unfreiwillig kaputt, ohne es zu wollen. oder finde Sachen, die komplett marode noch sind. Ich rede mit dir, BlendOS Version 1 und Vanilla OS. Naja. Ganz kurz zu BlendOS und Vanilla OS. Ich könnte beide gerade nicht unterscheiden, bin ich ehrlich. BlendOS, auch wenn ich beide getestet habe. Beide sind immutable, beide haben unterschiedliche immutable Ansätze und BlendOS ist das OS, was noch so ein bisschen Distrobox verinnerlicht. Es ist immutable, es ist alles containerisiert, plus du kannst dir Programme aus anderen Repos von anderen Distros holen. Du tust dir quasi einen Docker-Container oder alternativ Podman-Container so einbinden in dein System, dass du dort eine Applikation installierst und quasi wie auf deinem System halt direkt ausführst. Also das ist BlendOS zu VanillaOS und VanillaOS ist in Anführungszeichen nur immutable auf noch Ubuntu, wollen aber zu Debian oder andersrum? Ich hab's gerade nicht im Kopf. Die wollen von Ubuntu zu Debian, meine ich. Mhm. Werden sie sich vielleicht jetzt nochmal überlegen, nachdem sie dein Video gesehen haben? Nein, Spaß. Ah. Also vielleicht dieser Linux Guides Admin, das ist ja schon so ein Keck, ne? Nee, aber Ubuntu Core, beziehungsweise wir müssen unterscheiden zwischen Ubuntu Core und Ubuntu Core Desktop. Weil Ubuntu Core gibt es schon in gewisser Weise länger und das ist mehr für diesen IoT und diesen Edge-Use, beziehungsweise Embedded Device. Es ist ein IoT-OS, was an erster Stelle tatsächlich Security, also Sicherheit, ich sag mal, im Fokus hat. Und am Ende, genau, halt diesen Immutable-Ansatz, aber halt wirklich im IoT-Bereich mit einem sehr, sehr geringen Footprint in gewisser Weise abbildet. Da sind auch verschiedene Firmen auch direkt schon mit drin, ne? Also Siemens, Intel, Raspberry Pi, NXP, Rigado, wer die kennt, ich kenne sie nicht, und noch ein paar andere, die man auch nicht kennt. MediaTek sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Und genau, das soll fürs Auto gut sein, für Industriesachen und so weiter. Aber neben diesem Desktop gibt es jetzt, schon verkackt. Neben diesem Ubuntu Core gibt es ein Ubuntu Core Desktop. Ja, und das ist das Interessantere für uns. Das ist am Ende dieses Ubuntu Core. Und darüber haben sie, so heißt es im Git Repository, ein GDM gepackt. Und das war es eigentlich, ne? Also GDM ist der GNOME Display Manager mit einem ganz normalen GNOME Desktop eben. Und ich gehe davon aus, dass die Basis zwischen diesem Ubuntu Core und diesem Ubuntu Core Desktop wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich sein wird. Ja, und das ist gerade so ein bisschen der technische Hintergrund. Und was für eine Neuigkeit gab es jetzt ganz genau? War das nicht, dass Sie das Was war denn das noch? Hatten Sie es nicht halt schon wieder abgekündigt? Oder ne, das Core Desktop nicht mit 24.4 kommt. Die haben es erstmal auf die nächste LTS-Version verschoben. Richtig. Bin ich mal gespannt, was da kommt. Ne? Wir sehen hier einmal, also es gibt tatsächlich andere Repositories, die haben witzigerweise den Core 22 Desktop, das ist am Ende ein Snap-Paket, wenn ich das so richtig sehe. Ne? Also Core Base Desktop haben sie hier, dann haben sie einmal PC AMD 64 Desktop, Pi Desktop, Ubuntu Desktop Session, sind alles Snaps, ne? Die dann sozusagen auf diesem IoT-Core laufen, das heißt, es gibt dann kein APT mehr, es gibt dann nur noch Snap als Paketmanager. Das könnte eventuell die Zukunft von Ubuntu sein. Ich bin sehr gespannt. Dann kann Linux Mint auf jeden Fall nicht mehr Snap entfernen und APT nutzen. Dann macht es wenig Sinn. Aber ich glaube, das normale Ubuntu, das wird noch relativ lange leben. Vor allen Dingen auch im Serverbereich ist es eigentlich nicht mehr wegzudenken.
Und von daher schauen wir mal. Aber langfristig könnte das vielleicht innerhalb 10 Jahren dann sein Ende finden. Aber ja, von daher, ich muss sagen, ich finde den Ansatz relativ spannend. Er ist ganz neu gedacht in gewisser Weise. Also neu gedacht, wie neu gedacht, weiß ich nicht. Ne? Es gibt ja schon mit Silverblue und den anderen, gibt es ja schon so ähnliche Projekte, wobei die nochmal ein bisschen anders abzielen. Ich glaube, hier geht es mehr wirklich auf diesen Core, der dann Snaps installiert. Und bei beispielsweise in Fedora Silverblue ist der Desktop im Image mit drinnen, im Core-Image mit drin sozusagen. Und ich glaube, das ist eventuell der große Unterschied, dass man da das Modulare austauschen kann. Ich finde die Idee an sich sehr, sehr cool. Ich bin sehr gespannt, wie sich das nutzen lässt und vor allen Dingen dann auch im Alltagsgebrauch nutzen lässt. Und wofür? Ob es eventuell nicht nochmal ein weiterer Chrome OS-Klon in Anführungszeichen ist, dass einfach nichts drauf läuft, sondern nur ein Webbrowser und das war's, grob gesagt. Oder ob das eventuell ja nochmal ein neuer Ansatz ist für die Zukunft des Desktops. Cups ja. Beispielsweise, der Drucker-Server ist auch schon über Snap drin. Stimmt. Da gab es ja auch sehr viel Diskussionspotenzial oder Bedarf. Auf jeden Fall. Aber ich erwarte eigentlich, dass jetzt in den nächsten paar Sekunden der Wolfer hier jetzt aktiv wird im Chat in irgendeinem. Habe ich OpenSUSE gesagt? Nee, aber nix. Ah! Ich hab ja gar nichts gesagt, also von daher. Deswegen. Hätte auch mit OpenSUSE sein können. Gar nichts passieren. Genau. Nee, absolut nicht. Nee, aber ich fand auch diesen Ubuntu-Core-Ansatz um einiges spannender, weil dieses klassische Immutable OS, da ist ja wirklich sehr viel, auch wie du schon gesagt hast, vom Desktop-Environment mit drin. Und das Core ist dann wirklich noch mal modularer, dass das nee, Grundsystem ist falsch, dass das Boot, die Bootbase war das, glaube ich, sogar. Also die haben es irgendwie aufgeteilt in Bootbase und Additional Bases und dann noch mal ihren SnapD-Daemon, der noch mal extra gekapselt ist. Das finde ich dann sehr interessant. Und darauf bauen dann sämtliche Apps auf. Und beim Immutable wäre alles quasi ein großer Immutable Kasten, geschlossener Kasten oder geschlossenes System und darauf dann die Apps und ja, wird sehr interessant. Muss man sich echt mal angucken. Wäre ja vielleicht mal was für euren Stream. So als nächstes Ubuntu Core jo. Warum nicht? Server-Variante oder IoT-Variante ist es ja dann. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, auch was der Footprint von dem Ding sein wird. Also wie viel Megabyte Arbeitsspeicher es haben wird und so weiter. Weil eins muss ich sagen, ich hätte es nicht gedacht. Ich habe ja mal einen Speedtest gemacht mit 3 Distributionen. Ubuntu mit, genau, also Xubuntu einmal, Debian XFCE und Linux mit XFCE. Und habe geschaut, gemessen die Startzeit, wie lange braucht man vom Boot, bis die Seite linuxguides.de geöffnet ist. Das ist so ein offizieller Benchmark-Test, habe ich gelesen. Und jedenfalls war Xubuntu deutlich am schnellsten. Also auch, wenn man sich das angeschaut hat, zwischen Login-Zeit und wo die Webseite dann da war sozusagen, war das Snap Firefox mit Abstand das schnellste, muss man sagen. Am Anfang war das Ding super langsam und alle haben sich drüber aufgeregt, zu Recht. Aber die haben das ganz schön krass optimiert und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und hätte ich nicht erwartet. Debian XFCE war witzigerweise ganz abgeschlagen. Genau, das fand ich sehr wild. Ja, also hat schon Potenzial, das Ding. Die Sache ist halt, wie sie es politisch durchdrücken, darüber kann man sehr gut streiten. Werden wir in Zukunft sehen und werden wir uns bestimmt irgendwann auch mal angucken. Jo. Jo. Ich finde halt nur den Ansatz so interessant. Warum tun die bei Ubuntu Core die eigentlichen Applikationen ja nochmal containerisieren und dann nochmal SnapD, was ja eigentlich auch eine Containerisierungstechnologie ist, auch nochmal gekapselt ausliefern? Also das hat sich mir noch nicht so hundertprozentig erschlossen und das finde ich irgendwie interessant, weil der SnapD, also der SnapDaemon, ist ja eigentlich derjenige, der die anderen Sachen kapselt. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Also das Snap ist ja selber nochmal im SnapD gekapselt oder andersrum, richtig?
Ja, und dann warum jetzt quasi Snapd als gekapselte? Warum das quasi für den Ubuntu Core nochmal ein einzelnes gekapseltes System sein soll? Ist in der Tat spannend, aber eventuell ist das eben. Ich könnte mir vorstellen, es gibt ja keine APT mehr dann auf diesem System. Und bis jetzt läuft Snap, das Ubuntu Snap mit APT drunter. Und mit der Verwaltung und so weiter. Und das gibt es ja dann nicht mehr. Und eventuell hat man sich dann dazu entschieden, ein eigenes Snap zu bauen, in Anführungszeichen, was den ganzen Rest, mitentwickelt. Beziehungsweise verwaltet. Und dann auch erst die Installation von anderen Snaps möglich macht. Dass man das nicht ins Base-Image reingebaut hat, sondern sagt so, hey, wir hauen das in irgendwie ein Snap rein, weil dann können wir dieses Snap auch viel leichter aktualisieren, abgekapselt vom Base-System. Ist nur eine Spekulation. Wir werden es sehen. Und dann haben wir ein Snap in einem Snap, in einem Snap, in einem Snap. Es geht ja auch mit Docker, witzigerweise. Ne? Docker in Docker in Docker in Docker, glaube ich. Jedenfalls sehe ich das immer. Wie viele Verschachtelungen kann man machen ineinander? Man müsste es explodiert. Eigentlich das mal ausprobieren. Ja, genau. Man müsste es ausprobieren. Ich habe ein Livestream-Thema für uns. Ne? Bis der Stream weg ist. So lange wird ineinander gedockert, bis, How to crush Servers fast. So. Genau. Und dann machen wir einen Videobeweis, ab wann bricht der Stream weg. So viele sind es dann. Wir haben die Shell-Bombe, die Shell-Fork-Bombe neu erfunden. Das geht auch mit Docker. Ladet euch diesen Container runter und habt eine Menge Spaß. Run Docker in Docker Run und Bash und so weiter. Ich glaube, das kriegt man sogar relativ zügig hin, oder? Könnte ich mir vorstellen, dass man so eine Kaskade abzieht. Wäre sehr, sehr witzig. Würde ich mich sehr freuen. Wäre interessant. Kann man auf die To-Do-Liste setzen? Beziehungsweise man müsste es wirklich so machen, dass immer weiter in einem Container ein weiterer Container gestartet wird, der wieder in sich einen Container startet, dass das wirklich diese Extremkaskade wird. Und dann mal gucken, was im PS-Tree vom Host passiert. Ich glaube, PS-Tree stürzt zuvor ab. Nein, Spaß. Weiß ich nicht. Also wäre interessant. Wäre schon sehr witzig, vielleicht zu sein. Gut. So, von Containerbomben dann zurück zum Ubuntu Core, beziehungsweise eigentlich sind wir damit durch. Würde ich mal behaupten. Ich denke auch. Genau, dann würde ich jetzt mal dir, Hauke, die Chance geben, du hast das Thema noch kurz vor knapp reingeschmissen, das letzte Thema anzusprechen. Du hast es jetzt gerade vor dir. Gib mir ein kurzes Stichwort. Linux News adoptiert OSBN. Ah, sehr gut, sehr gut. Jetzt weiß ich auch wieder, ne? Also geschrieben und weg aus dem Kopf. Also linuxnews.de ist ja eine von den relativ großen freien Seiten, oder also nicht, was irgendeinem großen Verlag gehört oder so, wo es um Linux- und Open-Source-Themen geht. Und die haben jetzt osbn.de, also eine Seite, wo verschiedene RSS-Feeds zusammengeführt wurden. Also eine Seite, die ich, glaube ich, nie mehr angeguckt habe, die so komplett weg aus meinem Fokus gewesen ist, wo verschiedene RSS-Feeds zusammengefasst werden, vor allem wenn Leute eigene Blogs führen über Linux- und Open-Source-Themen, und da soll wohl relativ viel draufstehen mit, es gibt jetzt eine neue Firefox-Version oder eine neue Version von XYZ. Und diese Seite war wohl so ein bisschen eingeschlafen von allem irgendwie so. Und da haben die von Linux News gesagt, ey, wie sieht's aus? Wollt ihr uns das vielleicht irgendwie übergeben oder wie auch immer die Details dabei sind bei diesem Deal? Und das sieht so aus, dass diese Seite jetzt demnächst unter der Schirmherrschaft oder unter der Entwicklung von Linux News ist und dass das vielleicht wieder neuen Schwung kriegt insgesamt. Wäre auf jeden Fall eine ganz praktische Sache, die ich jetzt wahrscheinlich auch mal nutzen wollen würde. Ne? Also wo ich jetzt weiß, dass es das gibt und dass es da jetzt auch einen Weg gibt, wie das Ganze sinnvoll weitergeführt wird, finde ich eine gute Sache.
Habt ihr das schon mal euch irgendwann angeguckt, OSBND? Nee, ich wollte aber gerade eh bei dir einhaken und eigentlich sagen, das wäre eigentlich für uns drei auch mal eine Möglichkeit. Ich weiß, ich bin ja, mir jetzt nicht bei dir sicher, hundertprozentig, Hauke. Einen klassischen Blog hast du nicht, du hast so deine Seite. Oder? Also, was ich gemacht habe, bevor ich Videos gemacht habe, ich habe so eine How-To-Sektion gemacht, so einen Abschnitt, wo ich so Kurzanleitungen mal geschrieben habe. Also für mich, weil, ne, wie gesagt, geschrieben und weg. Und da kann ich dann nachgucken. Und die Sachen, die ich auch für die Allgemeinheit interessant fand, die habe ich dann da mal so als Artikel gemacht. Das wäre eher so was Blog-mäßiges, wobei das nicht solche Sachen sind wie, oh, es gibt eine neue Firefox-Version und da sind diese Sachen drin. Also so Richtung Journalismus habe ich nie gemacht. Also sonst bloß die Sachen, die mir begegnet sind, die ich wirklich benutze und sowas. Also das gibt es noch. Und naja, jetzt über, weiß nicht, wie viele Videos habe ich jetzt gemacht? Richtung 150, denke ich mal. Das ist eher so das Neue und zu jedem Video gibt es so einen, naja, Artikel, also so eine Beschreibung, das und das gibt es in diesem Video und das gibt es schon. Und jetzt vor kurzem, letzte Woche sogar, habe ich bei meiner Webseite RSS eingebaut, weil ich das für was anderes haben wollte, ohne das zu wissen, dass es dieses OSBN.de gibt, um den Namen nochmal hier reinzuschmeißen. Weil bei Xing kann man sowas nämlich auch einbinden. Dafür habe ich das eigentlich gemacht. Und es wäre jetzt eine super Weiterverwendung von meiner CMS-Erweiterung, um auch dort diesen RSS-Feed einzutragen. Also wenn das für die okay ist, denn ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich in die Kategorie Blog falle. Also ist irgendwie, jein, ist eigentlich eher Hinweis mit, guck das Video, da kommt das und das vor. Ist das jetzt schon ein Blog? Ich weiß es nicht. Ja. Mal schauen. Hätte sein können. Da war ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich mit meinem noch dieses Jahr sträflich vernachlässigten Blog werde mich vermutlich da einschreiben. Ich bin nur gerade an der Sicherheitsfrage, ob ich ein Mensch bin, gescheitert. Ich habe sie nicht verstanden. Oh. Ich mache dann die nächste, die ich verstehe. Ja. Wieso, was war denn die Frage? Ist dunkel heller als dunkel? Irgendwie so, ich habe es nicht kapiert. Von der KI geschrieben und dann, ja. Nee, aber eins, zwei Sachen hätte ich auf jeden Fall. Also Podcast, können da auf jeden Fall mit rein. Ich sehe da auch ein paar Podcasts drin. Zwei Bemerkungen. Die erste Bemerkung, wisst ihr, ab wann man merkt, dass eine Seite richtig alt ist? Wenn sie ein Twitter-Logo verwendet, was ersetzt wurde durch ein Twitter, genau, was ein Twitter-Logo jetzt hast du mir einen Witz, was ein Twitter-Logo verwendet, welches ebenfalls ersetzt wurde. So, uns die Plattform schon, okay, aber jedenfalls das einmal und ich habe schon sehr, sehr witzige Namen von den Blogs gefunden, ne? Also das, den besten Namen habe ich bis jetzt gefunden, der nennt sich dann Hirn. Oh. Mit F und CK hört es auf. 2.0, sehr wichtig. Das sind schon sehr, sehr, sehr coole Sachen. Ne? Aber generell sind da 157 Blogs und ich meine, ich habe da auch schon mal mit denen Kontakt gehabt und ich meine, ich war eventuell auch für eine Zeit mal drin, weil ich ja angefangen habe, witzigerweise, mit Blogs auf linuxguides.de und dann gemerkt habe, ich würde es sehr, sehr gerne weitermachen, aber mir fehlt die Zeit nicht. Vielleicht bin ich noch drin, ich kann mich mal suchen. Von daher, ja. Für alle nebenbei nicht wundern, ich habe den Link mal in allen Chats geteilt. Nicht, dass ihr euch wundert. Oder sehr das vielleicht cool. Doppelt USBN. Macht. Eigentlich doppelt hält immer besser, habe ich gehört. Mhm. Hast du? Habe ich gar nicht gesehen. Oder? Hast du? Nee. Das kommt noch. Das Beste kommt immer zum Schluss. Achso. Kommt noch. Sehr cool. Also ich bin nicht drin. Eventuell wurde ich nur deswegen angeschrieben, aber ich habe es schon mal gesehen. Nee, ich finde es... Ein paar Leute kennt man dann doch. Ich finde es cool. Also ich kann es wirklich nicht, cool, dass es da jemanden gibt, der das sammelt und dann, ja, und jetzt sogar von Linux News quasi, ja, adoptiert. Also ich denke mal, jetzt schnell noch anmelden, solange man noch sagen kann, ich war noch bei der Original-OSBN-Zeit dabei.
Aber Hauke, da hat jemand deine Eule geklaut. Was? Das kann gar nicht sein. Die Eule ist ja sowieso bloß Punkt. Von geklaut. Nee, nicht geklaut. Free SVG oder so. Also das ist ja. Die Eule selbst, die gibt es ja in sehr vielen verschiedenen Varianten. Ne? Also und manchmal bei so, war das sogar, gab es bei Tatort oder so, irgendwo war so ein Laptop und da gab es so Grafiken auf, also als Aufkleber auf einem Laptop drauf, das kennst du auch von FreeSVG oder von Open Clip Art. Also das Zeug ist so weit in der Welt, also das ist ja auch vollkommen okay. Ja, cooles Ding. Ich werde auf jeden Fall mal ein paar Mal reinschauen. Pinguine. Oh ja, genau, die Pinguine habe ich so eine Postkarte. Wie war die von euch? Genau. Basiert ja alles auf demselben Pinguin. Ja, ist so voll süß. Ja. Ist richtig süß. Jedenfalls, sehr coole Seite, osbn.de, für diejenigen, die nur zuhören. Schaut da gerne mal rein. Sehr cool. Und damit wären wir, glaube ich, auch schon fast durch, oder? Theoretisch, ne? Genau, nee, dann sind wir am Ende. Werbeblock war am Anfang. Ja, abonniert alles, ne? Überall folgen und überhaupt Glocken drücken und was weiß ich, was man alles so drückt. Ja. Dann danke ich euch fürs Dabeisein dieses Mal wieder. Und wir sehen uns hören uns, je nachdem, in 2 Wochen wieder, denke ich. Genau. Ja. Jetzt stimmt auch meine innere Uhr wieder. kurze Anekdote. Eigentlich wäre es ja letzte Woche gewesen, aber dadurch, dass wir eh schon das erste Mal geschoben haben, ich hatte es so nicht mehr auf dem Plan. Da haben wir es jetzt nochmal auf unsere Woche verschoben. Hattest du den Kalender jetzt bei dir nochmal aktualisiert deswegen? Ich habe ihn witzigerweise vor 1-2 Wochen alle Termine rausgelöscht und das dann neu eingetragen. Und dann haben wir es letzte Woche nochmal geändert. Also hatte ich die Woche auch nochmal viel Spaß. Aber jetzt muss das ernsthaft den Tag danach passiert sein. Ich habe nämlich reingeguckt und gedacht, alles klar. Wenn es bei Jean noch so drin steht wie deine innere Uhr, dann müsste es passen. Und dann kam von Hauke die Mail, wie machen wir denn das mit Podcast? Ich gucke, Guck ihn doch mal in deinen Kalender, das war doch noch vor ein paar Tagen anders. Was ist denn hier los? Schwierig. Es hat ja geklappt, ne? Wir haben uns ja alle zusammengefunden an diesem Tag hier und von daher hat es letztendlich funktioniert und wenn wir jetzt wirklich wieder dabei bleiben, alle 14 Tage, dann kriegen wir das höchstwahrscheinlich oder hoffentlich auch hin, wenn nicht irgendwas dazwischen kommen sollte. Genau. Und bei mir im Anschluss gibt es auch nichts weiter. Wir sind heute so lange dabei, das lohnt nicht. Ich möchte aber, kann ich ganz kurz mal anteasern für alle, die es interessiert, die nächsten Donnerstage nutzen, um quasi mal das sichere Standard-Ausgeh-Notebook zu machen. Sprich Festplatten, Verschlüsselung, 2-Faktor-Authentifizierung und das Ganze entschlüsselt mit solchen FIDO 2-Authentifizierungskeys. Damit möchte ich mich dann die nächsten Wochen mal beschäftigen, dass ich quasi so ein ausgefallenes oder in Anführungszeichen ausgefallen, aber den Sicherheitsstandards entsprechendes Notebook habe. Absolut cool. Und ich denke, ich nehme sogar mal die Gelegenheit und ich glaube, ich werde in wenigen Minuten, ich denke noch auf Twitch kurz live gehen und ein bisschen weiter am Programmieren, weiterentwickeln. Für 1-2 Stunden, nicht viel, aber ich glaube, da hätte ich noch mal Bock drauf. Von daher, wenn ihr wollt, schaut gerne gleich mal vorbei bei Linux Guide. Nee, nicht bei Linux Guide, schrecklich live, da könnt ihr auch vorbeischauen. Da wird es auch gestreamt, aber auch auf Twitch beispielsweise. Auf YouTube wahrscheinlich nicht. YouTube habe ich so ein bisschen in diesbezüglich als Livestream-Plattform nicht so gut gefunden, wo man dann so diese tägliche Programmierarbeit macht. Das kommt nicht so super gut an. Und deswegen lieber auf linuxguide.de/live oder Twitch dann. Aber so in 10, 15 Minuten, denke ich, werde ich dann nochmal 2 Stündchen, glaube ich, ganz gemütlich mit euch machen, wenn ihr Lust habt, natürlich. Genau, seid ihr alle herzlich eingeladen. Und nochmal ganz liebe Grüße an alle Zuhörer auf Spotify. Denn der Podcast, den gibt es auch auf Spotify. Wer ihn mal verpasst, genau, oder zum Doppelt hören, je nachdem, wie ihr Lust habt.
ich muss sagen, mir geht schon manchmal so, dass ich mir ein Video nochmal anschaue von mir. Und vielleicht auch ein zweites Mal, nochmal nach einer Zeit. Ich verliere mich jedes Mal bei der Endabnahme darin, dass ich unsere komplette Folgen immer durchhöre. Ja. Ach so, ja, okay. Ja, es funktioniert so gut. Ist blöd, ist so ja, blöd. Tja. So muss das sein. Ja. In dem Sinne, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören, Zusehen, Kommentieren, Abonnieren, Favorisieren, Glockinieren. Habt ihr euch schon mal in eine Sackgasse gereimt? Ich habe es gerade getan. Egal. Wir brauchen ja sowieso noch ein bisschen Outro, ne? Damit das nicht wieder abgeschnitten. Die letzten Male war es ja wohl leicht abgeschnitten, oder? Ja, deswegen, pass auf, ich habe dazugelernt. Ich habe auch das auf dem Schirm gehabt, aber danke für die Erinnerung. Dementsprechend danke und tschüss. Und jetzt würde ich sagen, es sind nämlich 2-3 Fragen aufgekommen, die nicht mehr für die Podcast-Folge so interessant werden, dass wir die vielleicht nochmal in aller Kürze abarbeiten.